Und damit einen wunderschönen, schaurigen Tag und herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Ihr wisst alle Bescheid. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen gegen Cleopatra gekämpft. Könnt ihr euch gerne angucken. Ist oben auf dem i verlinkt. Du bist Gold, dich will ich. Hallo, Geld. Dankeschön. Wir gehen es heute ganz entspannt an. Und mal gucken, was uns erwartet. Ich glaube, wir sind in so einer Magiewelt. Harry Potter lässt grüßen an der Stelle. Ich hoffe, ihr habt Hogwarts Legacy alle schon durch. Ein Würfel! Ich bin mir sicher, wenn wir eine 6 würfeln, passiert was. Ich bin mir zu 90% sicher, dass was passiert. Let's go. Und? Warum ist dieses Game so cute? So, ich habe gesehen, dass sie nachher rechts abgehauen sind und ich würde sagen, wir können da durchgucken auf jeden Fall. Ah ja, das wunderbare Badezimmer mit Toilette, der einzig warm. Üben ihre Choreografie und die scheinen es nicht ganz so gut zu schaffen. Ich glaube, ich erkenne das schon richtig. Ja, ich sag mal, das war's dann. Wäre funny gewesen, jetzt noch, wenn uns noch so ein Jumpscare reingedrückt werden würde. Dann würde ich sagen, gehen wir mal links lang, weil links hier ist eine Tür. Das sehe ich oben auf der Minimap. Die Minimap ist maximal hilfreich. So, wo sich hier die Juwelen befinden, ist natürlich obvious, klar. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Bin mir sicher, ich werde hier ein paar nachholen müssen. Weil, ja, also grundsätzlich schon mal keine Ahnung. So ein paar kenne ich natürlich, aber obviously nicht alle. Das ist sehr sus hier. Ziehen und pusten. Und was kommt da raus? 2 Geldgeister. Ach so, sorry, okay. Ich glaube, Geld haben wir genug. 24.000 Geist, was würdet ihr für 24.000 machen? Ich glaube, für 24.000 würde ich mir tatsächlich einen krassen PC kaufen. Leute, die nichts mit PCs anfangen können. Doppelpunkt. Ach ja. PCs sind einfach unfassbar vielseitig. Und wenn es auch nur ein Laptop ist. Also wirklich, ihr könnt auch teilweise auf Laptops kann man auch zocken. So ist ja nicht. Ihr könnt zocken, ihr könnt Videos gucken, ihr könnt. Also Laptops sind so vielseitig. Mindestens so im späteren Alltag oder so werdet ihr wahrscheinlich immer wieder darüber stolpern, dass ihr dass ihr ein Gerät braucht, mit dem ihr schreiben, tippen etc. könnt, auch zu Hause so. Und ich denke, da ist der PC am besten, weil über Smartphone lange Texte zu schreiben geht. Meine ganzen Skripte für Video, also für gescriptete Videos entstehen am Smartphone. Aber es ist trotzdem meist sehr aufwendig. So, wir haben auf jeden Fall schon mal ein wunderbares, leckeres, schmeckgut-hastisches Juwel. Gibt es so raumtechnisch. Ich habe irgendwas gesaugt und dann ist das passiert. Die Lampe oder was? Nee. Hä? Was? Hä? Irgendwas Unsichtbares eingesetzt? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen noch irgendwas einsaugen. Eine Lampe leuchtet noch nicht. Ich saug einfach mal alles ein. Wird schon richtig sein. Ne, noch eins. Hier in der Toilette doch bestimmt. Also, ja, die Quietsche-Ente ist auch nicht hier drin. Weiß ich nicht, ob ich eine Bombe so cool finde. Hier ist noch Totenkopfschädel.
Ich hab's geschafft. Dafür gibt's sogar ein Juwel. Ich dachte erst, es wäre nur für Coins. Für Scheine, Entschuldigung. Ja, keine Coins. Aber dann doch für ein wunderbares Juwel. In Würfelform, also wortwörtlich. Hey, wie cool ist das denn? Okay. Heißt es, in jedem Raum erwartet mich ein Juwel, dann werde ich mich aber hier überall sehr gut umgucken. So, hier sehe ich da schon mal was. Aha. Luigi, ein wunderschönen guten Tag. Du hast natürlich auch einen Auftritt in der heutigen Folge. Darfst hier hinten nur Geld? Okay, schade. Er hätte ja sein können. Wie kann man Bilder wegsaugen? Für Geld? Nicht so wichtig. Und das kann man nicht wegsaugen. Da ist eine Coin drin. Oh mein Gott, so einer schon wieder. Nee, wie war das? So, genau. Pömpeln, umschmeißen und leuchten. Richtig? Boah, dass ich mich da noch dran erinnere. Für mich sind tatsächlich schon wieder, seit der letzten Folge sind für mich schon wieder 3 Wochen vergangen. Ich habe so hart dieses Game aufgenommen. Deswegen habe ich jetzt relativ wenig zu tun gehabt. Die letzten Wochen habe ich mich mehr darauf konzentriert, dass die Noah-Videos krass werden. Ich hoffe, euch gefallen die soweit. Hier kann ich noch was machen. Und das bringt mir... Ja, eine Pearl. Keine Enderperle, aber eine Perle. Könnte halt auch irgendwo ein Juwel drin sein, aber ich weiß auch nicht, wie man die runterkriegt. Ich sage, wir gehen erstmal weiter, weil hier habe ich jetzt noch nichts Sassiges gefunden, aber das ändert sich vielleicht jetzt. Okay. Zu gut. Keine Ahnung, ich feiere dieses Cartoon-mäßige. Also wenn hier der Propeller nicht sass ist. Ernsthaft, nur Geld? Irgendwie eine Uhrzeit? Oh, hier ist was versteckt dahinter. Oh mein Gott, also blenden und straight up dahin rennen. Let's go. Kann ich da jetzt durch? Aber wie, also, warum ist die Tür auf dem Kopf und die hier ist ja eigentlich richtig rum? Ich bin so maximal verwirrt. Ich wollte mich aber noch nach dem Juwel da umgucken, aber der Raum endet sowieso in nichts. Da können wir gleich nochmal zurücksteppen. Ach so. Der kann saugen. Nee, der macht mir Angst. Was muss ich machen? Ich schicke Luigi rein. So wie bei dem, wie heißt der Haraldsson? Wie bei dem Dinosaurier. Da war es ja auch richtig, Luigi zum Fressen zu geben, weil er dann in der Zeit abgelenkt ist. Das ist schon noch ein bisschen ehrenlos. Ah, es ist okay. Luigi darf ja dafür die ganze Zeit rumgetragen werden. Nur ein Key? Den wollte ich gar nicht. Also vielleicht wollte ich ihn doch, aber ich weiß noch nicht, dass ich ihn wollte. So rum. Also, ja. Mal gucken. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch wieder eine größere Etage. Deswegen ich mir auch vorstellen könnte, dass die Videos jetzt nicht gerade kurz sind, aber wir werden natürlich sehen. Da passiert was. Das sehe ich auch so. Wie kann man durch? Diese Dings zum Durchlaufen hatten wir schon mal im 2. Stock? Hier kann ich durchgucken. Das ist doch sass. Ein weiterer Schlüssel in einem Ich bin mir sicher, der Käfig wird zugemacht und dann müssen wir den wieder befreien von Geistern oder so. Und dann kommt Luigi zum Einsatz, der dann durch die Gitter durchlaufen muss und ganz entspannt. Easy, 5 Sekunden. Oder wir brauchen den Schlüssel für die Tür hier rechts, so wie gerade eben auch, obwohl ich nichts davon wusste. Ich sehe auf der Map, dass wir hier durch können, dann werde ich den Kollegen doch mal hier umwerfen. Wobei der Raum ist so groß, dass es hier was geben muss. Was passiert? Da ist ein... Okay, ja, okay. Easy.
Wir stellen Luigi hier hin. Oder Luigi, ist ja egal. Und dann wird hier rausgesagt. Eines der einfacheren Juwelen. Das war einfacher. Gut, machen wir hier oben weiter. Uns fehlen nicht mehr viele, aber ich sehe, wir haben noch viele. Also auf der Map hier. Wenn ich weiß, wie man die öffnet. So? Nee. So. Sehe ich noch so ein paar Räume. Das ist das, aber wir können hier erstmal mit Luigi nach unten steppen. Ist das ein Goldfisch? Ja, jetzt mal wortwörtlich. Das ist alles hier unten. Ich gehe hier runter für einen Fake-Goldfisch. Also für einen echten Goldfisch, aber... Also... Was? Okay, hier müsste jetzt ja der Key dahinter sein, hinter der Tür. I guess. Gut, dass ich da unten schon war. Oh, das ist ja ganz unangenehm. Let's go, wir müssen doch da runter. Nicht nur für den goldenen Goldfisch. Ja, ich bin mir sicher, wenn ich den Schlüssel nehmen will, kommt eine Cutscene. Und dann passiert irgendwas. Also wäre ja sus, wenn nicht. Rein da. Ich wusste es. I called it. Hä, wie cool ist das denn? Hä? Das finde ich jetzt aber mega cool gemacht. Ist ja easy. Muss ich dich ansaugen? Ah, oh, warte, der ist ja... Okay, ja. Ja, aber das stelle ich mir schwer vor. Ich kann mich jetzt daran erinnern, weil ich es ja obviously schon mal gemacht habe. Aber es macht ja auch Sinn, er wurde ja verwandelt und dann müssen wir ihn ja immer mit der Düsterlampe anleuchten. Ich checke den Hint. Also ich verstehe den Clou. Ah ja, der ist verwandelt und dann ist das so. Das war jetzt nicht das Schwerste von allen. Also das war okay. Finde ich, ist auf jeden Fall eines der machbareren Sachen. Sind die wieder hier? Nee. Bebendes Bett, ah yes. Das ist ein Spiegel! Das heißt ja aber trotzdem, dass hier hinter eine Tür sei. Also, obviously ist hier eine Tür. Man kann hinter dem Spiegel durch. Ein bisschen Geld. Ja, warum denn auch nicht? Boah, das sieht mega cursed aus. Das ist sus, das Bild. Ich erkenne da nichts. Halt, Typ mit Hut. Cool. Der Raum... Ja. Der gefällt mir gar nicht. Kein Juwel? Ja, das dreht sich auch noch. Ah ne, das ist auch das hier. Der Raum ist doch halt mehr als sus. Wie sind voll viel Geld dahinter. Aber hier rechts ist auch eine Tür. Da kann man ja auch mal reingucken. Aber ich kann mir sogar gut vorstellen, dass das hier das erste, die erste Etage wird, die man in zwei Videos teilen muss. Weil wir sind jetzt schon Hälfte der Folge, haben aber bestimmt noch nicht die Hälfte der Etage. Da ist was. Lol. Random. Aber es sieht gut aus mit den Juwelen bisher. Also muss ich schon mal mir selber auf die Schulter klopfen, ne? Also, das ist doch voll in Ordnung. Zu gut. Ja, das sieht sass aus. Auch nur Geld. Nee, geh doch weg hier. Nein, ich brauche meinen Hallo. Hä, was passiert? Ich habe gar nichts gemacht. Magische Treppe im Hintergrund. Ich wollte doch nur hier kämpfen. Hä, durch was hat sich jetzt die Treppe geöffnet?
Guys, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, durch was ich die Treppe geöffnet habe. Das ist bisschen weird hier. Finde ich gut. So, jetzt gucken wir doch mal hier rein. Hat sich... Oh, eine Perle. Doch, hat sich gelohnt. Direkt. Eine Perle sind 1000? Ich weiß es immer noch nicht. Man könnte ja auch mal gögeln. Hier oben muss jetzt ja ein obviously ein Juwel sein, weil die Brücke ist ja irgendwie was ultra-secret-mäßiges, was man nur freischaltet, wenn man... Ich weiß nicht so ganz, was tut. Ihr schreibt es mir in die Kommentare und dann wissen wir alle das. Das finde ich gut. Aber gut, dass das passiert ist. Oder ist es vielleicht auch nur ein random Event, wenn man da hinläuft? Hier geht's durch, oder? Ja. Irgendein Beschwörungsraum. Ist zwar kein Pentagramm, aber sus ist es trotzdem. Die Kiste hat man im Spiegel gesehen. Sus ist es natürlich trotzdem. Was halt bad ist... Es fehlt immer noch ein Juwel. Wir haben nur noch einen Raum. Ja, yeah, let's see. Das ist der letzte Raum. Ist hier eine Cutscene dann? Weil Bosskampf oder so? Ja, macht Sinn. Ja, einmal nach hier rechts und los geht's. Oder auch nicht. Sie haben, wenn ich das richtig... ich verstehe das, glaube ich, noch nicht. Sie haben alle Türen vertauscht. Und wir müssen jetzt die richtige Tür zum Dings finden. Ist das nicht angenehm? Als ob ihr irgendwas könntet. Ihr seid Standardgeister mit Schwertern, Mann. Also wirklich. Da hätte man mehr machen können. Keine Ahnung, wo wir hin müssen, Geist. Keine Ahnung. Ich gehe mal durch die Tür. Ja, das sieht mir aber auch nicht nach Aufzugsraum aus, oder? Ich finde das Gimmick an sich mega cool, aber ich auch auf Dauer auch nervig. Ist noch irgendwo einer? Ja, hier. Ah, das ist der, den ich in dem Spiel gesehen habe. Nee, jetzt komm doch raus da, Mann. Du bist doch nicht 5. Du musst dich nicht von mir verstecken. Ich töte dich nicht, du bist schon tot. Aber ich werde dich in meinem Staubsauger auf ewig gefangen halten. Ich meine natürlich, ich werde dich wieder freilassen. Ich bin hier nur dafür da, damit hier alles sauber gemacht wird. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach hier oben. Das sieht zumindest richtig aus. Yeah, potentially not. Einen von 3 habe ich. Cool. Oder sind es nur 2? Ne, es sind 3. Eben, wo der dritte ist einfach verschwunden. Wie cool wäre das, wenn man die Würfel einfach in das Gesicht von den Geistern schleudern würde und die dadurch 10 Damage bekommen oder gestunt sein würden. Jetzt muss ich mich... Jetzt muss ich echt überlegen. Wir gehen mal hier hoch. Warte, wo kommen wir raus? Ja, ein Raum mit 2 Türen. Zwei, drei, vier. Let's go, nächster rein da, komm. In meinem Staubsauger ist es warm, weil der Motor läuft schon. So, der Kollege ist hier rein. Hä? Ah ja, okay. Das war weird gerade. Bist du der Letzte? Der Letzteste? Entschuldigung, der Letzteste? Hä, seid ihr alle im gleichen Versteck? Das ist ja mega wack. Oder ist das jetzt ein Bug gewesen? Vielleicht ist auch random, wo die hingehen. Und ich habe gerade so geisteskrank hier
dieses eine einzige gefunden, wo es halt nicht so ist. Oh, nee. Ach so. Moin, Herr Haraldsson. Wie geht's so? Da habe ich geplayt wegen dem Sprung. Das war schlau. Meint ihr, wir schaffen es diesmal mit einem Zug, den einzusaugen? Fünf. Nein, natürlich nicht. Kollege, du kannst halt mal gar nichts. Komm. Wir hatten dich im dritten Level oder so, da konntest du nichts. Jetzt kannst du auch nichts. So, mal gucken, ob hier ein bisschen besser ist. Oh, das ist ein Raum, der hat viel zu viele Türen. Und hier unten, in dem Raum waren wir noch nie. Ui. Ich dachte, da passiert irgendwas Krasses. Let's go. Bye. Zack, 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 zack. Da ist er. Er ist schon mal gut, dass wir ihn haben. Da hinten ist noch einer. Auch noch da. Und dann auf den noch drauf. Und der ist auch weg. Waren das alle? Entspannt, easy going, first try. Wir haben diesen Raum jetzt mit 4 Doors, yeah? So. Hasse es. Wir haben halt diesen einen Raum noch nicht abgecheckt. Ich bin mir sicher, da ist dann das Juwel drin. Junge, ist das unnötig gewesen. Das ist meiner Meinung nach komplette Zeitverschwendung. So. Das ist auf jeden Fall falsch. 3 von denen. Wie viel habe ich an der Angel? Einen. Cool, cool. Beide, komm, beide. Jawollo. Wisst ihr, wieso das gut ist? Weil je mehr ihr an einer Angel habt, desto mehr Geld geben die, wenn sie irgendwo draufschlagen. So, wir haben jetzt wieder 2 Türen. Wir können nach unten gehen, wobei ich denke, Richtung des Ausrufezeichens ist falsch. Deswegen laufen wir erstmal nach rechts. Ja, gut. Also ich würde sagen, wir laufen mal nach hier oben. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ja, das Bild fand ich vorher schon zass, weil wir damit nicht interagieren konnten. Bitte sag mir nicht, dass er da... Ach, er kommt noch. 1, 2, 3, 4. Let's go. Noch irgendwo einer? Ja, hier hängt doch auch noch ein Bild. Hallo? Ja, das macht keinen Sinn, weil du bist nicht aus deinem Bild verschwunden. Ja, du bist faktisch komplett fehl am Platz hier. Dann möchte ich mich dann an der Stelle schon noch mal ein bisschen beschweren hier. Ich weiß gar nicht, wer die Entwickler sind. Die Entwickler sind eines der krassesten Nintendo-Studios. Ich habe den Namen vergessen. Let's go, wir haben es geschafft. Ja, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, dass wir auf einmal irgendwo komplett in der paranormalen Welt sind. Oh Gott. Kann ich die dodgen? Ja, easy. Hachi. Wowie. Geh doch weg. Oh. Geh doch weg.
Ja, ja, ich bin dabei. Ah, okay. 100 Leben nur? Okay, das heißt, es ist ein rundenbasierter Kampf. Okay. Goodbye. See you next time. Let's continue this game. Oh, hier ist eine Bombe drin. Okay, da dürfen wir nicht ziehen. Ja, ich merke mir das. In der Mitte. Die Mitte ist nicht gut. Unten, links. Oben, rechts. Unten, links. Oben, rechts. Unten, links. Ja, kommt ihr nur wieder her. Jetzt unten, oder? Das heißt, ich kann... Hä? Was war das denn? Ja, jetzt habe ich es verloren. Dankeschön. Ich habe gedrückt. Ich werde hier sterben. Ich werde hier legit sterben bei dem Kampf. Wie random, hä? Als ob ich hier sterben werde. Bitte drop mir ein Herz. Bitte drop mir noch ein Herz. Ich hab Spring gedrückt. Das ist so ein Scam. Ja, wo ist die Bombe oben jetzt, oder? Ich kann es euch nicht sagen. Wetten, das ist eine Bombe? Nein. Hallo. Ja, also es war halt dumm. Ich hätte ganz gerne ein Herz. Wie wäre es damit? Wären wir damit auch cool? Ich bin gleich tot. Also, come on. Haben wir jetzt zwei Bomben? Ich vermute mal schon. Oh, ne, gar keine Lust jetzt zu sterben. Okay, Mitte. Links, Mitte, rechts. Links, rechts, links. Rechts, rechts. Okay. Oh, let's go. Rechts, unten, links, oben. Oben, rechts, unten. Oben. Cool. Keine Ahnung, ich muss raten. Ich werde sterben. Wie cool. Fühlt ihr das? Spürt ihr den Frust? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Links. Das sind zwei Herzen. Ich habe mir auch wieder nicht gemerkt. Ich glaube links. Also oben. Okay, ich glaube, ich weiß wo. Ist mir egal. Hier. Ganz safe hier, sonst bin ich jetzt tot. Let's go. Du bist der hässlichste Geist von allen. Komm, stirb, stirb, stirb. Let's flip and go, guys. Das war geisteskrank knapp, hä? Erst die Herzen, erst die Herzen. Ich will sie alle. Holy, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Nummer 12. Haben wir eigentlich so zu dem Zimmer gut umgeguckt? Nee, das Zimmer oben fehlt uns noch. Wobei, hier war auch nur eine Cutscene. Das hier könnte halt schon auch sus sein, nicht wahr? Das sieht mir aber nur nach Geld aus. Und in dem Raum haben wir uns ja überhaupt nicht umgeguckt. Wieso? Weil das war der Raum, wo direkt eine Cutscene gestartet ist und wir wegteleportiert wurden. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Dann ist gut. Dann schauen wir jetzt noch den Raum oben an. Und dann würde ich... Also ich hoffe... Haben wir schon alle Juwelen? Das kann natürlich auch sein. Ich bin einfach nur mal wieder ein bisschen lost, so wie Fundsachen.
Ich hoffe, dass in dem Raum jetzt hier unten das letzte Juwel ist. Das wäre zu schön. Ja, ja, das sieht schon... Ja, hier ist irgendwas Unsichtbares. Bitte, 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 bitte. Guys, wir müssen jetzt alle hopen. Wir müssen alle hopen. Bitte, 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 komm. Nein, nein, nein. Ja, nein, das ist nur ein Geldgeist. Das ist gar nicht gut. Boah, aber die Bänder. Die Bänder sind sass. Bitte, bitte. Wo soll denn das sonst sein? Ich wüsste nicht, wo das sonst ist. Oh, nee, da muss ich wieder nachholen und euch reinschneiden. Oder es passiert was, wenn ich die hier alle runterziehe. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Let's go, bitte, bitte. Das wäre so verdient. Wir reden nicht drüber, Guys. Ich werde euch zeigen, wo es ist. Wir sehen uns gleich wieder. Weiß ich jetzt nicht, ob man da hätte drauf kommen sollen können. Wenn man dieses Sparschwein gegen die Wand feuert. So viel dazu. Im Internet... Oh, es sind mehrere Sparschweine. Es tut mir leid. Also, wenn wir eines der Sparschweine gegen die Wand feuern, befindet sich darin das Juwel. Damit haben wir alle. Here we go. Setzen wir das Ganze doch ein und schauen uns, was uns beim nächsten Mal erwartet. Nämlich... Schaffst es. Nummer 12. Ah... Die Strandbar. Und Guys, wenn ihr beim nächsten Mal nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. Dadurch werdet ihr direkt benachrichtigt. Ist kostenlos, würde mich freuen. Let's go. Und ein Like sollt ihr auch da lassen, wenn euch die Folge heute gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.